Ja genau läuft. <laughs> hey. Okay, ja. gut, ich habe sie gerade nur mal ausgespielt. Um, ja. Okay, da ja. muss ich jetzt aber mal, dann, ich meine, wenn es mir in Anführungsstrichen so leicht gemacht wird, muss ich natürlich dann auch wirklich echt gucken, dass ich auch was Gutes, ja, bringe, sage ich mal. Hallo Leute, hier ist der Gusua und im Hintergrund hört ihr den Mr. Hilo, der Hallo. Ja, erzähl ruhig, du darfst dich gerne vorstellen. Ja, ich bin der Mr. Hilo, ich war damals mal in einem Video mit dabei, das aber dann gelöscht wurde aus Gründen, <laughs> die man nicht verstehen will. Äh, und zwar äh, ja, geht es darum, dass ich ihn jetzt gerade angenommen habe. Und den wollen wir mal richtig schön mit den Kobis vernaschen. Weil klar, mittlerweile kann man ja. Achso ja, äh, sorry, wenn es durcheinander kommt jetzt. Die nächsten paar Videos sind dann nämlich wieder in Anführungsstrichen alte vor dem Update, weil ich halt so viel vorproduziert habe. Und jetzt halt habt ihr halt so, so, so einen aktuellen Stand. Also heute ist der 26.05. Donnerstag. So, bloß, dass ihr Bescheid wisst. Ähm, und zwar würde. Äh, ich würde gerne mal ja, die Base von Mr. Halo angreifen und danach darf er natürlich mich auch angreifen. Das ist natürlich gar kein Thema. Und dann würde ich mal sagen: äh, Hau mal raus, würde ich sagen. Mach mal. Äh, ja, ja, genau. Das habe ich. Zack, angreifen. Ja, ja, passt. So, jetzt bin ich gespannt, weil viele wollten immer schon gucken: Ah, oh, naja, wie kann man, wie kann man ähm, mit dem Angreifen halt. Du hast deine ja Base geändert. Nee, das fand ich an, halt ich habe die falsche ausgewählt. Okay, okay, gut. Ähm, ja, klar, ich habe halt, nu hab halt nur die Kobis. Klar, ich, ich weiß gar nicht, was ich in der CB jetzt drin habe. Äh, und ich muss natürlich irgendwie mit den Helden, logischerweise, das Ding irgendwie ein bisschen aufknacken. Und probiere natürlich dann hoffentlich irgendwie rein zu rushen. Jetzt gucken wir mal, mit den Kobis mache ich hier jetzt mal zumindest die äh, ersten paar Minen weg. Und Sammler natürlich. Ah, okay, da hatten wir schon mal eine Riesenbombe. <laughs> ich denke mal, das sollte schon reichen. Da haben wir ein paar Skeletter am Start. Mal gucken, wo wir hier vielleicht noch irgendwo irgendwas kriegen. Weil ich denke mal, zeittechnisch sollte es nicht das Thema sein hier. Aber, ja, okay. Ich denke mal, von hier aus gehe ich rein. Ach so, du, du siehst die Live-Übertragung über einen Clan, oder? Gehe ich ja, jetzt mal ich davon aus. Da ja, okay. ja, ich, ich würde schon sagen, hier. ich droppe hier einfach mal schon was. Oh Gott, die 30er die sind. <laughs> ja, komm, lass mir ein bisschen Spaß, musst du mir auch gönnen, Junge. Also so ist es nun mal. Jetzt hauen wir mal die CB raus. Oh ja, cool. Riesen sind gar. Ja, Riesen vor allen Dingen. Ja, äh, nicht die Mehrzahl, leider. Schade. Und jetzt, wenn ich oh, hier jetzt natürlich die Kobis droppen würde, würde das noch nicht viel bringen, weil die natürlich alle am Magiaturm zerschellen würden. Oh, die 30er tun schon echt weh. Oh Gott, oh Gott. Ja, ich will aber da rein. <laughs> Scheiße. Okay, King ist down. Ist natürlich ja. jetzt nicht so toll. Das sehe ich jetzt. So, gucken wir mal. Aber die Queen macht, denke ich, noch. Die, die reißt noch ein bisschen was. Ich hoffe. Nicht. Zack, Queenie. Ja, genau, okay. Kobolde haben es zumindest geschafft äh, bis zum Town Hall. Und jetzt ist das fast, fast. Komm, komm, komm. Oh. Ja, juhu, okay. Ja. Äh, ich denke mal, die 50% werde ich nicht mehr hinbekommen. Aber ich dachte mir auch so, ah, 50% mit den Kobis wird eine äh, tricky Kiste auf jeden Fall. Ganz genau. Und da dachte ich auch jetzt, du musst definitiv das Rathaus ziehen, sonst wird das definitiv nichts. So, jetzt gucken wir mal. Aber Ansonsten. Ja, halt normal. Ist halt jetzt nicht, nicht so hart. Äh, jetzt würde ich mal sagen, gucken wir mal, wie du dich schlägst gegen mich. Und zwar. Zack. Bist du bereit zum Angreifen, ja? warte mal. Ich muss ja wirklich dazu sagen, ich kriege immer wieder die Frage, oh ja, ist die denn aus dem Internet und sowas? Nein, ist einfach wirklich zusammengebaut und ihr seht's auch. Die ist jetzt nicht so der Knüppel. Ich sehe gerade, du hast vier Earthquake mit dabei, da solltest du schon ganz gute Karten haben. Achso, du hast auch Kobis, sehr geiler Scheiß. Okay, da bin ich jetzt gespannt. Oh, das ist der erste riesen hm? Ah, war klar. Hier? A erzähl nicht. mal was zur Taktik, was hast du vor? <lacht> <lacht> ich hab vor mal hier ein bisschen. Oh lol. Ich habe ein bisschen hier vor, außen zu cleanen und dann durchs Rathaus durchzukommen vielleicht. Okay. Können wir mal schauen. Jetzt bin ich gespannt, Alter. Junge. <laughs> ja. Vorteil ist ja für mich in dem Fall. Ja klar, erstens die Helden rasieren natürlich, klar, aber ich, ja, hab, natürlich, geht darauf, genau. ich hab natürlich auch schön äh, die Lager halt noch, die halt noch richtig schön tanken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hat das wird ja ein Spaß. <laughs> läuft bei dir, Junge. Läuft bei dir. <lacht> <lacht> Nein. Du, du hattest schon vor, mein Rathaus zu snacken, oder? <laughs> Was soll ich machen? <laughs> Ja, komm ich jetzt hier weiter spammen, das bringt aber im Endeffekt auch nichts hier komme ich nicht weit. Das sehe ich jetzt schon. Ja, hier kann ich mal raus. Machen, aber das wird so nichts. Ja, was soll ich machen? Ich könnte es dir noch vergeben, aber geht wieder raus. Ja. Na, guck mal, was deine Helden machen. Die machen gar nichts. Ich könnte jetzt versuchen, auf die 50% zu gehen. Ob's ja, genau, wird. du bist bei Sie, ja. Junge. <laughs> Sehr geil. Ich könnte probieren, auf die. <laughs> ja, gut. Ich würde ja, mal die, sagen. Die Def ist, ist zu high und so, dann würde ich sowieso <laughs> wahrscheinlich äh, nie im Online-Match finden, weil das. Du hast 30er Helden. Was soll ich da machen? Und diese Def. <laughs> nee, aber ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Also. Also, an der, an der richtigen Stelle bist du ja schon mal reingegangen. Also, klar, dass man so in, in so einem Bereich halt aufsprengt, ganz klar, wo man halt dann wirklich einmal komplett durchgehen könnte. Aber wirklich der große Nachteil ist halt wirklich bei dir, dass äh, deine, deine, deine Kobis ja auch nur auf 5 sind, ist halt definitiv ein Nachteil. Und klar, logisch, du hast schon recht, die Helden. Aber die Sache ist die, du hättest am Anfang so ein bisschen freisprengen können mit den Kobis und du, dann hast du wiederum zu viel hin und her gespammt. Also links und rechts. Nur wirklich auf einer bestimmten Stelle, dass du halt sagen kannst, gut, okay, komm, jetzt drop ich meine Heroes und dann passt das. Aber mhm. soweit ist das nicht schlimm. So, jetzt gucken wir aber mal, ob. Nur noch, Woche wird angegriffen werden? Achso, okay. Ja, 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 genau, genau. Da, da gehen wir logischerweise rauf du siehst ihn ja dann auch du kannst ja auch kommen ja genau <laughs> hey. Okay ja. gut ich habe sie gerade nur mal ausgespäht. Um, aber, ja. Okay da ja. muss ich jetzt aber mal dann ich meine wenn es mir in Anführungsstrichen so leicht gemacht wird muss ich natürlich dann auch wirklich echt gucken dass ich auch was gutes ja bringe sage ich mal Also wenn jetzt verlierst so mit peinlich Was wenn du jetzt verlierst, dann wird peinlich. Nee, was heißt verlieren? Aber ich meine, ich will ja schon gern 100 Und das ja, klar, wird nicht das so wird einfach. Wird das wird schwer. Klar. Ich, ich probiere einfach mal wirklich mit, mit Kobis halt, um hier wirklich Fallen auszulösen und um ein bisschen abzulenken. Und dann hier so schön, so ein bisschen. Ja, ich hoffe mal. Oh, da hat er also noch mal eine Riesenbombe am Start. Ich ja, droppe den einen Riesen, den ich habe. Und dann probiere ich wieder abzulenken. King Geraged. So und dann hoffe ich, dass. Ja, das sieht gar nicht so verkehrt aus. So, jetzt noch ein bisschen hier Ablenkung. Weil die, die Kobis muss ich mir halt für oben lassen. Ich hau mal ein Rage raus. Ich bin da mal ganz frei. Oh, kostet ich, ich hoff, nichts. In, in, ja, ja, in dem Fall hast du recht. Kostet. Hier schön mit den Kobis abgelenkt. Ja, der King Sehr nice. Down. Und jetzt aber, okay. bevor nämlich hier die Bogentürme hier richtig hart äh, meiner, meiner Queen ein aufs Maul geben, muss ich natürlich schön mit, äh, mit den Kobis ablenken. Weil sonst, meine, die Queen ist halt so dass, dass äh, die letzte Möglichkeit, sag ich mal, hier richtig schön zu rasieren. So, jetzt muss mhm, ich nach klar. oben. Ja, schön! Alter, was geht bei ihm kaputt? Ja, tolles Ding. <laughs> Du müsstest jetzt ein paar Gruppen mehr dahin, ja, dass sie da bleiben. Ja, ich überlege, ja genau, genau, hast du vollkommen recht. Dass die halt so ein bisschen Ja, geht zurück, ja, geht zurück da in den Gift, genau, genau, ja, 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 komm, 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 komm. Aber ich glaube, ich kriege auch ein Zeitproblem. Also 50% ist gleich geschafft. Ach komm, ich rage ist jetzt scheißegal. Und jetzt gucken wir mal. Ah, er hat noch seine scheiß Helden da. Ja, ja, das stimmt, das, das wird ziemlich. Naja, das, das wird nichts. Das wird nichts. Und außerdem, ja, wir haben du jetzt wir können die Rage reingeballert, scheiß drauf. Ja, warum denn auch nicht? <laughs> Erstmal drei auf einen laufen. Ah, aber das ist halt so eine, so eine Challenge, das ist gar nicht so verkehrt, halt wirklich zu sagen, gut, okay, Scheiß drauf, Kobis und, und äh, gucken, was geht. Warum geht's nicht? Ich hab doch alles gesetzt. Okay. Ah, ah, nee, okay, hier, hier ist Wenn noch ein Bogi. Nee, nee, hier ist noch ein Bogi. Ich habe keine Spells mehr. Okay. Ähm, ja, okay. Also 70%. Prozent. Ich hätte gern echt 100 gehabt. Aber ich meine, klar, die Helden, die knallen hier natürlich echt rein. Was ich wollte halt den unteren Bereich halt wirklich fertig haben. Kampf beenden. Ja gut, dann gehe ich auch mal wieder nach Hause. Immerhin mal ein Two-Star. Äh, ja, ansonsten, was wie, wie gefällt dir das Update so im, im Nachhinein? Was sagst du dazu? Also ich muss sagen, das Update hat mir jetzt bisher sehr, sehr gut gefallen. Einfach deswegen, weil äh, die neuen Truppen sind dazugekommen, unter anderem das Design-Update gefällt mir sehr. Was ich aber nicht so mag. Ich dass der Chat so jetzt nach unten, so unten Richtig. ist wie... Richtig, ey, ganz genau, ganz genau, sehe ich exakt genauso. Warum wird der Chat, der ging die ganze Zeit von unten nach oben und warum geht der jetzt von oben nach unten? Was soll die Scheiße? Sehe ich exakt genauso. So, hier habe ich jetzt gerade einen Siebener, den würde ich gerne... Ich, ich gucke gerade mal nebenbei, äh, greife ich hier nochmal schön an, mal gucken. Ah, ich hab Angst. <laughs> ähm, nee, äh, sehe ich ganz genauso. Das ist so eine total unnütze Sache gewesen. Also total. Ja, das, das gefällt mir absolut nicht. Oh, eine 7, ne? So, gucken wir mal hier, dass wir hier noch ein bisschen... Äh Aber an sich gefällt mir das Update eigentlich sehr gut. Also, mit den neuen Truppen, ich finde es richtig gut, dass die Truppen nicht in der dunklen Kaserne sind, sondern dass es wirklich mal wieder aus der normalen oder für die normale Kaserne sind. Weil, ganz ehrlich, die letzten äh, Sa Sache hier zum Beispiel jetzt mit dem Bowler äh, war dunkel. Dann gab es eben das, das Valkyren-Upgrade sozusagen, dass mal da ein bisschen mehr machbar war und so weiter und so fort. Und ah, das hat mich nicht so ganz angeschockt, muss ich sagen. Und. Das finde ich jetzt auf jeden Fall besser. Dass es halt eben normale Truppen waren. Eben, das finde ich auch ganz gut. Ich meine, die einen sehen so, die anderen eben so. Ja klar, logisch. Aber äh, weil ich hätte nämlich auch gedacht, weil es ja im, in der dunklen Kaserne dann immer noch so, ja, äh, das nächste kommt noch, das nächste kommt noch. Da sind ja immer diese Plätze noch frei, die sozusagen noch ja gemacht werden können. Und äh, von daher dachte ich auch, naja, werden bestimmt dunkle Truppen werden. Aber das ist richtig cool. Und äh, dann habe ich auch gehört, oh, naja, ja, warum wird denn jetzt Clash Royale nachgemacht bei COC mit den Truppen? Ich finde das geil, dass man halt eben den Babydrache hat, dass man den Miner hat. Einwandfrei. Und genau, jetzt sind wir noch zusätzlich dabei. Ich hau noch mal gleich hier einen Live-Angriff rein, weil ich noch ein bisschen Elix brauche. Mir geht es nämlich darum, Sorry für die, die jetzt sagen, oh, naja, warum greift er jetzt wieder mit Kobis an? Es ist momentan halt einfach wirklich so, der Loot ist so krass und so einfach zu bekommen. Warum soll ich denn gut, in Anführungsstrichen, gute Truppen ausbilden und dafür jede Menge Elix raushauen, wenn ich, ich sage jetzt mal, 20 Mal skippe und ich habe einen Gegner mit jeweils 300k, den ich ohne Probleme halt einfach mal so mit den Kobis wegrotzen kann. So sehe ich das momentan und deswegen sind halt momentan die Angriffe wirklich sehr 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 Kobi lastig. Ja, klar, ich finde es die ist auch gar nicht mal so schlecht, wenn du halt so Leute hast, die außen ihre Elixier und Minen Minensammler, Minensammler äh diese Donke und sowas alles draußen stehen haben, kann man einfach mal kurz kriegen und dann war es das. Ganz genau, ganz genau und äh, oft habe ich so, dass ich zum Beispiel, sage ich jetzt mal 60 Kobis verballert habe und habe aber ich sage jetzt mal 200 von beiden bekommen. So. Und da kann ich nur sagen, okay, echt eine nice Nummer. Ansonsten erzähl mal, was gefällt dir noch am Update? Ja, ich hatte jetzt so an sich nicht viel mitbekommen, also das habe ich ja, ich spiele jetzt COC langsam wieder ein bisschen aktiver, da ich davor jetzt halt ziemlich inaktiv war, aber ich kann ja mal schauen. Also der Tunnelgräber muss ich schon sagen, der wird schon ziemlich interessant. Ich bin mir nicht sicher, ob das schon auf Ratus 9 geht. Aber ich denke jetzt mal, die, die, ja. die, 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 die Sache, die ich dazu sagen muss, ist wirklich die, äh, dadurch, also klar, mit dem Earthquake Spell und so weiter kam das ja schon, dass die Mauern nicht mehr so wichtig sind, sage ich jetzt mal. Und ganz ehrlich, da muss ich wirklich irgendwo sagen, äh, da... Lohnt sich das dann irgendwann nicht. Oh, das war ja gar nicht total verkackt. Egal. Ähm, da lohnt sich das dann irgendwann nicht mehr, die Mauern zu mexen. Also ganz ehrlich, bis ich meine Mauern auf 11 mache, das dauert noch eine Weile, glaub mal. Also klar, ich maxe ja dann erstmal meine 10er äh, Base aus, klar. Äh, bevor ich dann die Mauern mache. Aber echt, ich, ich stehe so da und denke mir, pff, ich glaube. Erstmal würde ich die nicht machen. Eventuell äh, noch komplett ausmexen, soweit äh, mit der Def auf Town Hall 10-Bereich halt. Und dann vielleicht sogar die Mauern auslassen, bevor ich auf Town Hall 11 gehe. Weil ja, wenn man den Miner hat oder vom Miner angegriffen wird, dann äh, ja, es ist egal, ob du eine 11er Mauer hast oder eine 10er. Der gräbt hier unten durch, klar. Man bräuchte dann vielleicht nochmal so einen Schutz für also eine Verteidigung für den Miner. Also hm. das müssen wir dann Oder gegen den Miner, dass man irgendwie sagt, äh, elektrostatischer Zaun oder sowas, genau. Bam, da kann, kommt er nicht weiter oder so. Level 11 morgen von früher. Ja, ja, okay. Da sah es dann so aus wie so ein elektrischer Zaun, das stimmt wohl. Ja, hier können auch, ich guck mal gerade, ob ich hier noch. Nee. Weil dann so dann halt in Rot angezeigt wird, wie es da... Äh, teilweise gezeigt wird, wenn du so in so ein rotes Gebiet äh, reinklickst, da steht dann ja, du kannst äh, du kannst im roten Gebiet keine Truppen einsetzen. Mhm. Das ist so ungefähr so hinter diesen Mauern halt ist. Du kannst in diesem Bereich halt, weil das mit Mauern eingezäunt ist, äh, dort nicht angreifen. Mhm. Oder oh, ich habe wieder einen. Ich habe wieder einen. Schon und wieder. Also klar, jetzt ein bisschen länger geklickt, aber ist auch nicht viel. Und er ist schön inaktiv und hat 230k Gold und äh, einiges an elix also ja da sage ich mir halt wie gesagt warum soll ich mir denn die mühe machen wenn ich halt eben mit ganz wenigen truppen halt richtig viel erreichen kann ich habe ihn ganz klein eben kurz geklärt. also ich habe ja 50 kobolde gerade genutzt ja, ein paar mehr jetzt halt aber hab, ja gut was dazu bekommen ja ja 200.000 elix 170.000 also hast du bist jetzt auch sozusagen so ein bisschen im, Im kobi waren <laughs> Ja. So, jetzt, ich guck mal gerade. Ich, ich hau mal. Ja, ich, ich kann upgraden. Ich kann upgraden. Und ihr seid live dabei, Jungs und Mädels. Ich würde mal sagen, meine dunkle Zauberspruchfabrik auf Level 4. Und wir sagen, ja, wir sind dabei. Und damit möchte ich euch auch wieder verabschieden. Und ja, dann gehört hier das letzte Wort. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst doch gerne ein Like da. Die Folge kommt auch bei mir auf dem Kanal. Haut rein und ciao. Bis dann. Ciao, ciao.